such gerade hier, wo kann man denn mal eine. Ist da eine Portalfläche da? Nee, irgendwie nicht so aus. Soll ich uns beide in den Tod stürzen? Ja, wehe. Na gut, immerhin stirbst du mit, das ist schon mal. Boah. Jetzt habe ich die Idee. Und die wäre? Also wenn man hier nach. Ja, das ist es, das ist es. Und die Idee wäre? Pass auf, geh einfach du mal irgendwo weg. Wo weg? Also ich mach das so. Ich setz da schnell mein rotes, dann falle ich runter, setz unter mir mein gelbes und dann fliege ich zum Exit. Verstehst du? Das muss ich dann ja aber auch machen. Na, ich gehe hier erstmal nach hinten in Sicherheit. Das ist eine Idee. Und dann probier es einfach. Nein, ich flieg zu weit. Aber ungefähr so, glaube ich, geht es. Also man könnte dann ja hier was hinsetzen. Genau, dann hier wieder so eine Hartlichtbrücke oder keine Ahnung. Irgendwie so ein Gedöns. Und dann würdest du da abprallen. Obwohl, nee, das passt, glaube ich, kommt irgendwie auch nicht hin. Nee, das sieht mir auch nicht gut aus. Ach du Scheiße. So, heimlich von hinten, dafür kriege ich jetzt allerdings auch Ninja-Punkte. Dafür kriege ich meine gerechte Strafe. Einmal hier so ein Bitch-Slap. Du bist hier doch die Bitch. Du bist auch Nina Hagen. Oho. Immer wieder Nina Hagen. Das ist echt langsam irgendwie nicht mehr lustig. Das war's auch von vornherein nicht. So, dann mach mal wieder deinen Dings da, damit wir dann nach oben kommen. Ach so. Das. Das kannst du haben. Ja, das kannst du haben. Dann gucken wir mal, wie wir uns da nochmal richtig umleiten. Umleitung. Ach so, dahin. So. Ist schon nicht so ganz einfach. Schon nicht so geil gerade. Nee. Etwas suboptimal, die Situation. Warte, ich hab noch eine Theorie. Die ist etwas verrückt, aber lustig. Das passt manchmal zum Humor von Portal 2. Also, nämlich, ich setz da mein rotes, ne? Ja. Also da hinten, da, ne? Wohin? Also da nochmal, ne? Ja. Gut, dann machst du da dein blaues hin und dann bauen wir unter uns die nochmal Portale und dann fliegen wir da raus und klatschen in der Mitte zusammen. Verstehst du? Also, was jetzt vorhin? Also du machst zum Beispiel da, da dein Dings hin und ich mach hier mein rotes, mach am besten zeitgleich. 3, 2, 1. Geil. Ja, dass der Sinn war. Ich meine, das ist halt der Humor von Portal 2 manchmal. Also, dass das jetzt echt geklappt hat. Und du hast mich umarmt, ey, du Ekel. Du bist ja doch der schwule Roboter. Ja, ja, ich aber gerade. Und jetzt brauchen wir nur noch die CD. Da CD, ist es. CD, AUW, die CD. So, und dann rein damit. Hui. In Kürze wird das Wort bla fortlaufend wiederholt. Wenn ihr einmal eine Zahl anstelle von bla hört, ignoriert es. Dies ist ganz und gar unwichtig. Der heutige Sicherheitscode lautet 5 3 1 41 18. Das habe ich jetzt nicht wirklich verstanden, aber es endete mit unserem Tod, wie eigentlich immer. Also ich habe den Witz verstanden, der war geil. Oh Mann, dafür liebe ich Portal. Ich spiele Portal 2 noch nicht lange genug. Gut, das hat damals eigentlich nichts zu tun. Erstmal genauer hinhören sollen. Ja, das habe ich auch nicht. Also, wirklich. Wenn wir zusammen spielen, dann höre ich allgemein nicht so zu, weißt du? Oh ja, das merkt. Das muss ich dein Gelaber auch immer ertragen.
Ich hätte nicht gedacht, dass ihr so weit kommt. Errungenschaft freigeschaltet. Nach eurem Kalibrierungstest wollte ich schon eure Kerne demontieren und wieder in die Taschenrechner einbauen, aus denen ich sie entnommen hatte. Also gut, du warst mein Taschenrechner. Aber ihr seid ein echtes Team geworden. Du bist ganz schön böse. Richtig nahe gekommen seid ihr Mathe. Euch. Mathe. Ich kannte mal ein Team, das sich noch näher stand, aber ich musste einen von ihnen vernichten. Oh. Der andere, nun... Darüber möchte ich lieber nicht sprechen. Oh. So. So, weiter geht's mit Transportschächte. Das ich klingt gehe schon... in dein. Was? Wo bleibst du? Oh Mann, war das anstößig. Wo bleibst du? Ja, achso, du bist schon da. Aber hast du gerade mitgekriegt, was du gesagt hast, Mann? Dass ich in deinen gehe? Achso, ja, das... Also, tut mir leid, aber das ist jetzt wirklich zu pervers. Ich sag ja, das ist ein schwuler Roboter. Das ist nicht mal mehr lustig. Das ist einfach nur ekelig. Weißt du, ich überleg mir gleich, ob ich noch weiter mit ihr spiele. Du hast das so gesagt, ja? Was soll ich dafür, wenn das mal du so hast es so fehlinterpretiert. Ich hab doch nicht gesehen, wo du da gerade warst. Da ich nicht gedacht hätte, dass ihr so weit kommt, schaffe ich diese neue Strecke nur für euch. Dankeschön. Mir ist auch das ist hier dass ihr euch sehr nahe gekommen nett. Seid. Ich glaube, das gefällt mir nicht. Also, ey, du bist nicht also sie glaubt, das gefällt ihr nicht. Ich umarm dich auch mal. Das ist ja widerlich. Guck mal. Das muss ich mir auch nochmal angucken. Warte, wie sieht das aus? Oh Gott, ey, ist das pervers. Bist du pervers? So. Eine Nockenwelle dreht hier unten. Kannst ja mal reinspringen aus Spaß. So, mach mal irgendwie schnell da ein Portal und... Ach nee, kannst du ja gar nicht, ne? Scheiße. Du mach dich nicht lustig über Orange. Also wirklich. Kann ich nicht hier ein Portal... Ja, mach mal da und da oben. Und hier vor uns. Okay, das ist gut. Und jetzt raus hier. Wow! Okay, nicht... Ah, scheiße. Wenn ich sehe, wie ihr euch gegenseitig sabotiert, staune ich über eure Freundschaft. Das tue ich auch. So. Machen wir das Ganze nochmal. Oh, jetzt hatte ich gerade so einen Frame-Einbruch. Ja, mit deinem Pentium 2 das hier zu spielen, war wohl doch keine gute. Ich habe nicht mal ein Pentium, okay? Du hast ja ein Pentium E5700 da und veralteten Krams. Bin stolz drauf. Ah, da unten ist der Ausgang. Aber du kannst ja mal durch. Und ich bleib hier drin so lang. Und dann guckst du, ob du da irgendwo drin ein Portal, obwohl nee. Ich bin ja dem Tode geweiht hier. Nee, warte, bist du nicht unbedingt. Wieso nicht? Doch, bist du. Scheiße. Was machst du da? Du hast das Portal versetzt. Welches Portal? Ach, das war über mein Portal gesteuert? Ja, na klar. Ah, das ist immer schwer zu behalten, wo man seine Portale überall schon gesetzt hat. Ah, Idiotengrad 500. So. Das sieht nämlich auch sehr lustig aus, wie du da so durchgleitest. Das sieht wirklich lustig aus. Au. Geballtes Noobtum. Ja. Ich glaube, einer muss das sind die drei. Das sind die drei Gründe, warum Multiplayball Hammer ist. Erstmal bauen wir bald um, und zwar Romdex PC. Zweitens nehmen wir jetzt einen hammermäßigen 1080p auf. Und drittens bin ich hammerschlecht. Oh ja. Du hast den Nagel auf den Kopf getroffen. Ja. Hahaha. Bleib du mal in der Blase. Ja, du willst ja nur, dass ich dem Tode geweiht bin. Natürlich.
Hast du gerade einen Knopf gedrückt? Nein. Klang aber gerade, dass hier irgendjemand... Kann man da irgendwo einen Knopf drücken? Achso, nee, das ist dieses komische... Nee, kann man nicht. Also bin ich dem Tode gefallen. Also was kann man denn hier eigentlich? Hier kann man so ein komisches Portal. Ja, das habe ich auch schon gesehen, aber mehr kann man da auch nicht. Moment, ich muss gerade mal eben um die Ecke denken. Pass auf, gleich reise ich in eine andere Zeit, beeil dich, das ist hier so ein Zeitstrudel. So, und flieg da rein und dann kommst du hier raus. Ah, das ist, das ist schon mal geil. Du hängst in der Tür. So, und durch da. So, dann gleiten wir nochmal auf elegante Weise. Oh. Ja, und die wäre? Bis zum Emanzipationsfeld. Läuft der Lüfter eigentlich wieder? Jetzt komme ich gar nicht mehr gucken. Ich bin gerade überlegen, welches lateinische Wort meint sie denn? Ach, ich habe ihr gar nicht zugehört. Hallo. Ich muss immer, hallo, oh. Du musst immer zuhören. Ja, du, das ist so eine Sache. Ich kann irgendwas schwer unterscheiden. Wann redet sie Dünnschiss, wo wir wieder bei der Kacke wären, beim Kacken? Ich habe mir das Gerede von Orange angehört und weiß wirklich nicht, wie du das aushalten kannst. Ja, du hast eine Engelsgeduld. Das habe ich mir auch so gedacht. Ich meine, wie kann ich mir das Gerede anhören? Ich so, eine Gledos hat das jetzt auch gesagt, bestätigt. Ja, ich konnte nicht mehr, was sie gesagt hat, du hast dazwischen geredet. Achso, sie hat gesagt, wie ich dein Gerede aushalten kann. So. Naja. Also das macht... Und das tue ich ja auch gar nicht. Das ist ein Irrtum. Ich halte dein Gerede nicht aus, ich höre dir einfach nicht zu. Das ist ja geil, ey. Sprungbrett. Blue, das hast du genau richtig vorhergesehen. Ja. Ich bin schon toll, das weiß ich. Darauf kann ich nur hier... So, und warte. Nee, Moment. Du bist traurig, weil ich gestorben bin. Nee, wo ist denn hier der Richtige, den ich suche? Sollte es so ein cooler Moment werden? Ich such's ja. Oh, ey, du schwuler Sack. So. Das war jetzt auch nicht gemeint. Ich wollte eigentlich... Nee, ich wollte mich auch nicht kaputt lachen. Wo gehst du denn hier hin, wie toll ich bin? Den haben sie entfernt, weil du nicht toll bist. Nee, das ist Winken. Nee, es gab doch mal so ein zum Tanzen? Nee, Tanzen nicht. War das bei Test Drive Unlimited 2? Das war, glaube ich, bei Test Drive Unlimited 2. Ach du Scheiße, ist ja peinlich. Sehr peinlich. Also stell dich mal hier so drauf. Dann gehe ich mal da oben irgendwo hin. Kann ich das? Kann ich ja nicht mal. Was ist das denn? Nee, halt doch, kann ich. Klick. Oh. Komm ich da so durch? Ja, könnte. Nee, knapp... kommst du nicht. Dann ist das irgendwie doof. Warte mal, hier so, dann komme ich da so. Nee, warte mal, ich mach's. Nee, du könntest da hinten, da oben. Ja, da komme ich ja nicht hin. Wieso nicht? Wenn ich hier frei mache, dann kannst du... Ja, findest du hier eine Portalfläche irgendwo? Ich nicht. Ja, du kannst doch einfach da... Stell dich mal auf das Ding da. Was, hier drauf? Und dann kannst du doch da eins setzen. Ja, habe ich auch gemacht. Nur wie willst du da jetzt hin? Ja, das weiß ich doch noch nicht. Aber dann hier erstmal groß ankündigen. Du könntest von deinem Dings da runterkommen. Und irgendwie versuchen, mich hier aufzuhalten. Hä, aufhalten? Ja, dass ich nicht da durchfliege, wenn ich mich auf den Hammer stelle da. Ja, du fliegst ja nur irgendwie zwingend durch. Ach, Moment mal, wenn man hier so, dann kann man hier so weiter. Es geht jedenfalls. Weißt du, ja, ich glaube, ich will erstmal nach da oben irgendwie hin. Deswegen
Ja, das... Nee, halt geht nicht. Doch. Nee, halt. Kommt das hin? Nein! Zu hoch. Nee, zu tief. Ah. Das meintest du mit zu tief. Ich wollte das gerade nochmal mit am eigenen Leib ausprobieren. Da kommst du ja dann nicht durchs Emanzipationsfeld durch. Natürlich komme ich da durch. Naja, stimmt, komme ich nicht. Musst du das Portal machen, oder? Das könnten wir höchstens versuchen. Okay, und dann mach das mal so, dass ich da auch reinfliege. Zu tief. Nee. Irgendwie ging das gerade, aber mach das mal ein bisschen höher. Das ein bisschen höher. Mhm. Passt. Ach, da befindest du dich. So, ich komme gar nicht. So.